Herr Präsident, liebe Kolleginnen, herzlichen Dank. Herr Kollege Wüst, Herr Laschet hat angesprochen, es sei notwendig, eine schonungslose Analyse. Da stimme ich Ihnen zu, und die vermisse ich bei Ihnen. Und ich weiß doch genau, aus 16 Jahren hier und 5, 6 Jahren vor Diskussion, Auseinandersetzung mit dem Koalitionspartner, dass es bei den Sozialdemokraten, wenn es um Braunkohle und Steinkohle geht, immer auch mehrere Richtungen gibt und dass das ein Ringen ist. Das war immer einfacher, mit den Ostwestfalen und mit den Aachenern zu diskutieren, als mit den Kollegen aus dem Ruhrgebiet. So, was ich bei Ihnen vermisse, und wenn Herr Wüst eben hier vorne gesagt hat, Braunkohle ist eine wesentliche Frage für den Wirtschaftsstandort NRW, dann, dass Sie, ohne dass Sie diese internen Spannungen haben und sie aushalten müssen, nicht in der Lage sind und nicht bereit sind, diese Strukturanalyse wirklich sauber durchzutreffen, dann das zu relativieren und es in Übereinstimmung zu bringen mit den Klimaschutzzielen, die Sie in der Bundesregierung jetzt schon mehrere Legislaturen hintereinander vertreten. Das machen Sie nicht, da drücken Sie sich drum. Und wer heute noch sagt, die Leitentscheidung war ein Fehler, bei der minimalen Menge, die zurückgenommen wird und auf den Standpunkt sich stellt, der hat wirklich nicht kapiert, was in dem Bereich hier notwendig ist. Und Sie kommen nicht drum rum. Sie können so weitermachen. Aber die Analyse, wenn Sie denn in die Regierung rein wollen, werden Sie machen müssen, weil Sie sonst immer wieder zu falschen Schlüssen kommen. Dankeschön. Vielen Dank.